Hey, it's Friday. Angie ist hier. Angie, 100 Klimmzüge, 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups, 100 Kniebeugen. Wir machen uns erstmal warm. Nicht auf Zeit, 20 Handgelenk-Circle. Pro Seite natürlich. Ja, könnt ihr gleichzeitig machen. Dann haben wir 20 Ellbogen-Circle. 20 Shoulder-Circle. 20 Hip-Circle. In jede Richtung. Sehr schön. Und 20 Leg Circle. Super. Danach machen wir Slow and Control. Wie wir schon gezeigt haben mit den Klimmzügen am Tisch, an den Ring, an der Klimmzugstange, gerne auch mit dem Gegenstand. Ja, Slow and Control, 5 Klimmzüge, dann 5 Liegestütze in eurer Variante, 10 Kniebeugen und 10 Sit-Ups. Dann sind wir schön warm und bereit für Angie. RX macht von jeder Übung 100, Scaled von jeder Übung 75 und die Masters 50. Ja, für die Alternative für die Klimmzüge, falls es da Probleme gibt, machen wir nochmal den Schwimmer. Ja, dann können wir den Liegestütz zum Beispiel an der Bank oder an einem Tisch machen. Den Sit-Up auf einer Bank oder im Bett oder an der Couch einfach mal nach hinten hinlegen und wieder aufrichten. Sehr schön. Und dann haben wir noch den Target Squat für unsere Masters 54 Plus. Einfach mal hinsetzen und wieder aufstehen. Ich denke, das ist unser täglich Brot. Ja. Und zum Schluss wollen wir nochmal die Hüfte und den Brustkorb öffnen. Dazu sitzen wir auf der Erde, auf den Füßen, lehnen uns nach hinten und bleiben in dieser Position für 5 Minuten. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Das ist die Angie hier heute am Freitag.